Ein Hirtentreffen der besonderen Art. Bischof Gebhard Fürst besucht einen echten Schafhirten auf der Schwäbischen Alb. Der Münzinger Wanderschäfer Gerhard Stotz zeigt seinen Stall voll mit Mutterschafen und Nachwuchs. Ich glaube, die Magd ist jetzt zurzeit. Bei dem Rundgang im Stall geht es auch um die Herausforderungen einer artgerechten Haltung von Schafen. Es blökt immer eines nach dem anderen. Also sie blöken nicht alle gleichzeitig, sondern doch jedes für sich. Und es ist doch jedes Schaf sein Weiser und sein, dass sie einfach, jeder bleibt, wie er ist. Und dann geht es vom Schafstall direkt auf die Weide. Eine richtige Schäferidylle öffnet sich. Ganz super. Und dahinter das Kirchle. Ich mache ja immer wieder Besuche bei landwirtschaftlichen Unternehmen und ich wollte einfach jetzt auch mal einen Schäfer und seine Schafherde und wie das alles, wie man Schafe hütet und was mit denen geschieht und hier diese wunderbare Landschaft. Und deshalb, ich bringe es auch ein bisschen in Verbindung mit meinem eigenen Beruf. Ein Bischof soll ja ein guter Hirte sein. Das ist ja auch manchmal ein bisschen ein missverständliches Bild, dass die unmündigen, dummen Schafe und dann einer beherrscht die alle. Aber wenn man das Bild ein bisschen tiefer versteht, ist es doch etwas anderes. Das heißt, da hat einer Verantwortung, dass diese Herde oder diese Tiere in ihrer guten Weise leben können, dass sie beschützt und behütet sind und dass sie das Notwendige für ihr Leben finden. Diese Metapher oder dieses Bild gefällt mir eigentlich sehr gut. Also das ist noch nicht so weit zurück, wo das, die Schippe wirklich. Zuerst gibt es aber noch eine Einführung in die Geheimnisse eines guten Hirten. Der ist hier 1910 geboren und er hat jeden Stein auf der Weide aufgehoben und hat in den Waldfreitag gesagt, da könnte schon wieder eine Handvoll Futter wachsen für Schafe. So karg war der Beruf, einfach so arm. Gell? Mit der Schippe in der Hand kann es losgehen. Er versucht vorsichtig zur Herde zu kommen. Und es scheint zu funktionieren. Ich habe gefragt, ob der Hirte vorausgeht oder hinten nachläuft. Da sagt er, der Hirte geht voraus und die Herde folgt nach. Also ein bisschen so das Vorausgehen, Vorangehen. Und zwar in die Richtung, wo es für die Tiere gut ist. Also wo sie eine gute Weide finden. Also wo sie wachsen, wo sie gedeihen, wo sie Nahrung finden. Und das machen die Schafe dann auch. Allein 800 Stück sind in dieser Wanderherde. Schaf als solches hat eine Faszination. Und wenn ein Schaf einmal in einem gewissen Band hat, dann kommt man, glaube ich, ihr Leben lang kaum weg. Da müsste viel passieren, dass man dann den Beruf verlassen würde. Neben dem Schafeweiden bleibt Zeit für eine Einkehr im Haus des guten Hirten. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und betet ihn gern. Feiert ihr Völker auf ihn her. Die Herde als Gemeinschaft von Menschen, die miteinander ihr Leben teilt, die sich auch gegenseitig unterstützt und auf, das sage ich nochmal das Bild, auf die Weide des Lebens geführt werden will. Das, finde ich, hat ein Seelsorger als Auftrag, die Menschen zu begleiten, sie zu beschützen auch, wo es notwendig ist, und das Gute miteinander zu ermöglichen.